Was wir machen, ist praktisch reine kubanische Volksmusik. Und wir haben einmal gespielt in Kuba an der Bar, vor 2 Jahren war das, oder? 2 Jahre. Und dann steht einer da, ein Musiker, und hört uns da so zu, und dann haben so fast Tränen in den Augen. Dann sagt er, hey, ihr macht die Volksmusik, die mein Vater gemacht hat. So die alte kubanische Volksmusik. Donde estás? Donde estás, Yolanda? Que pasó? Que pasó, Yolanda? In Kuba ist das gang und gäbe, da werden eingeladen dazu. Die wissen gar nicht, wie man spielt und ob man das mitspielen kann oder nicht. Aber die sagen, ihr kommt her und spielt es mit. Wir sitzen in der Bar mit unseren Mojitos und fangen einfach spielen an. Und eine Stunde später war da richtig was los. Wenn du mit denen in der Gruppe stehst, in der Gruppe mit denen musizieren darf. Das ist ja wirklich ja, das ist ein Traum. Ich glaube, in Kuba gibt es keinen Berufsstand, der so angesehen ist wie der Musiker. Dann sitzt die ein. Ach so, beim zweiten Mal schon? Ja. Nein, also praktisch nicht. Nicht erst ab der Wiederholung? Nein, gleich. Ich mache nur ein paar Takte. Hollere! Ah, mach das auch kurz. Hollere! Hollere! Genau. Die Hollere, nicht Hollere, nicht so lange, sondern Hollere! Genau so. Ja, aufs L. Hollere! Drei, Hollere! Drei, Hollere! Wir haben vorher reine bayerische Volksmusik gemacht und es war dann irgendwann nach dem Weinfest um 3 in der Früh, da haben wir ausgemacht, wir fliegen irgendwo hin. Aber wohin? Irgendwie ist dann aus einem blöden Zufall der Name Kuba gefallen. Ich bin dann ins Reisebüro gebucht und dann sind wir so als reine deutsche Pauschaltouristen halt nach Kuba gekommen. Und da haben wir allerdings so ein Erlebnis gehabt, das war in San Fuegos. Wir wollten gerade so um Mitternacht ins Bett gehen, hat diese Band, das war Trio, die haben Feierabend gemacht und der Gitarrist, der hat da so eine Gitarre, hat noch so Umhänger gehabt, und habe ich zu dem gesagt, wir haben seinerzeit kein Wort Spanisch gekannt, habe ich meinem besten Borisch gesagt, du geh weiter, gib mir mal deine Gitarre. Und der hat mich sofort verstanden, haben mir die Gitarre gegeben und haben wir uns da zusammengestellt und haben gesungen, dreistimmig, ich habe ein Dirndl geliebt zu schieben als Edelweiß. Und das hat dann natürlich das Interesse der Kubaner, der Musiker, geweckt und die haben gesagt, Otra, Otra, geh nochmal an. Und dann haben wir halt nochmal gesungen und dann haben wir mit denen miteinander gefeiert, die wollten auch mit vom Feierabend machen, nichts mehr wissen, bis um 6 in der Früh. Und ich habe den Gitarristen dann an Santiago gebeten, er soll mir doch ein paar Texte aufschreiben. Das hat er getan, 4 Lieder und die haben wir mitgebracht und haben wir dann einstudiert zu Hause. Und ja, mittlerweile machen wir eigentlich fast nichts anderes mehr. Vamos a ir a Cuba. Vamos a ver, vamos a ir a Cuba, vamos a ver. Die kubanische Musik, der Son Montuno, ist eines der schwersten Dinge, die es gibt. Und zwar, weil die Betonung auf 2 und ist und auf 4. Der Bass fängt immer auf 4 oder was. Und wenn wir das erste Mal in Kuba waren, und dann hör ich zu, dann haben die Sänger singen auf Schlag 1, aber der Bass und alles fängt auf 4 an. Und ich habe nicht gewusst, was ist das für ein Takt, 4/4, 6/8, weiter Geier, was jetzt das ist, bis uns einer erklärt hat, wo die Schwerpunkttöne sind. Wir könnten einmal was probieren, den Unterschied, wir könnten einmal den Unterschied jetzt euch sagen, wie da der Boris-Stück und wie da der Boris-Stück in Kuba da. 1, 2, 1 und 2. Musik.
jetzt kommt eben dieser Son Montuno. Un, dos, tres. So, das auf Kubanisch tun. Genau. Bei uns bezieht sich alles immer auf die Eins. Und ich hab das, und dadurch, ja, ein bisschen typisch deutsch verkopft, hab mir das vorgestellt, wie schaut das auf Noten aus, wie funktioniert das? Weil von der Ausbildung her sind halt wir irgendwie so gesteuert. Und irgendwann habe ich überhaupt nicht mehr durchblickt, nur noch eine Chance gehabt, einfach zuhören und das nur imitieren, ohne jetzt zu überlegen, wo ist es das? Und dann, irgendwann ist dann wie Schuppen aus den Haaren, hätte ich beinahe gesagt. Wenn man die Kubaner fragt, wo ist eigentlich da die Eins? Na, sagen sie, wir haben keine Eins, die gibt es nicht. Die kubanischen Kinder, die kommen auf die Welt und dann schreien sie jetzt und dann klatschen gleich die Glaube, dann ist es gesund. Dann machen die, dann machen sie 1, 2, 3, 4, 5. So erklären die Glaube. Und da weiß ich dann oft nicht, also wenn der Schlag 2 kommt, fangen die mit 1 zum 10 an. Also 1, 2, 3, 4. So erklären dir die Klaffi. Das macht der Josvani macht das so. Dann sage ich, Josvani, das ist die 2. Und dann hat er aber dann hat er gesagt, ja, alles verrohmen nicht. Hat er gesagt. Ja, was gibt's da? Macht ja, was gibt's da? Ja, was gibt's da? Macht ja, was gibt's da? Ja, was gibt's da? Da macht ja, was gibt's da? Ja, was gibt's da? Da macht ja, was gibt's da? Hey, gibt's da Ragu? Are Ragu? Are Ragu? Hey, gibt's da Ragu? Are Ragu auch noch? Seid ihr so reingekommen, indem ihr erst eben kubanische Musik gespielt habt und dann erst ins Bayerische gekommen seid? Oder seid ihr? Wir haben erst 4 kubanische Lieder gelernt, das der Andi schon erzählt hat. Und dann haben wir halt die 4 kubanischen Lieder gespielt und dann haben wir anderes Lieder, mal Manicero zum Beispiel haben wir da gespielt. Und dann ist uns einfach bei der Probe rein auf den Plätzchen. Darf ich das verzeihen? Ja, genau. Ich weiß eigentlich noch ziemlich genau, das war das erste bayerische Element, das wir drin gehabt haben. Das war nämlich der Klarinettenmuckel bei La Negra Tomasa. Ich komme mich noch gut erinnern und ich habe mir gedacht, oh, was werde ich jetzt hier dazu sagen, wenn ich da was Bayerisch einspiele? Dann habe ich zu Marc, das ist G-Moll und B-Dur ist ja nicht weit weg von G-Moll und von der Struktur, das Papa, diese Arpeggien. Und dann war das war eigentlich das erste bayerische Element, das man in einer kubanischen, das war der Klarinettenmuckel bei La Negra Tomasa. Ihr habt euch zusammengefunden, wart ihr auch schon von Anfang an diese Gruppe? Also wir haben ja schon immer zusammengespielt, wir drei. Also wir waren ja damals die Dorfmusikanten. Und dann, wie gesagt, der Hubert, der Sepp und der Hans, die haben das Jazz-Trio gehabt. Swing and More. Und so haben wir uns eigentlich gefunden. Und was natürlich ein Vorteil ist, wir haben natürlich alle, wie wir da sitzen, eine Begeisterung für die kubanische Musik. Also wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen das und wir verstehen uns auch so privat eigentlich gut und so. Und so die Instrumente, das hat es eigentlich dann so ergeben. Weil zum Beispiel der Markus, der hat eigentlich nur Tuba gespielt. Dann haben wir gesagt, du musst Kontrabass lernen, weil wir kennen nicht, ob kubanische Musik am Anfang oder mit der Tuba. Weil haben wir kubanisch mit der Tuba gespielt. Dann haben wir gesagt, du musst jetzt Kontrabass lernen. Und der Andi hat auch Gitarre gelernt. Der Sepp hat dann Dress gelernt. Der Hans Percussion hat der hat schon Schlagzeug gespielt und so. Und der Leo auch. Eigentlich studiert der Leo Posaun. Jeder hat eigentlich was anderes studiert, was jetzt bei den Kuba-Bayerischen spielt. Ich habe auch nicht Akkordeon studiert oder Spanisch Kirchenmusik. Gelernt, die Texte, Spanisch gelernt. Genau. Und so spielt eigentlich jeder. Das Instrument ist eigentlich gar nicht so gelernt, bis auf mich. Der hat Trompeten gelernt und spielt jetzt Trompeten. Wir haben ja die Dorfmusikanten geheißen, vorher noch. Aber es hat ja dann einfach nicht mehr gepasst, weil wir haben früher nur reine bayerische Volksmusik gemacht und auf einmal ist der kubanische Anteil immer größer geworden. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen fast einmal einen neuen Namen, da haben wir umeinander überlegt, mit allen möglichen Kuba-Varia und alles Mögliche. Und irgendwas ist das eben passiert, dass die da reinkommt und in unser Probenlokal sagt, ihr die Kuba-Bayerischen. Und ich meine, Kuba-Bayerische, das war ein guter Name, den gehört man gleich. Und so ist der Name entstanden. Bailar suavito, aunque esté son, besar rosito, bailar suavito, aunque esté son, besar rosito, y el pique dolor.
ancianito, aunque estés son, pesarosito, para gozar. Baila ancianito, aunque estés son, pesarosito. Also das ist einfach ein faszinierendes Instrument und ich habe früher mal die Platte gehört, Buena Vista Social Club, und der Sound hat mich einfach, das hat mich fasziniert. Also Tres heißt drei? Oder? Drei, ja. Drei Saiten. Okay. Haare. Aha, aber doppelt. Aber doppelt. Minla. Mhm. Und es gibt halt diesen bestimmten Klang. Mhm. Und das ist faszinierend, das zu lernen. Wirklich Herausforderung. Ich meine, Gitarre ist schon verwandt, aber die Stimmung ist anders, doppelte Saiten, Spielweise, Stilistik ist natürlich vor allen Dingen schwierig, wie spielen die rhythmisch. Ja. Aber das ist das, das macht mir Spaß. Ja. Stehen denn neue Sachen? Ich meine, wenn ihr es nur spielt immer, dann seid ihr ja im Prinzip einfach im... Das ist meistens nur im Konzert, wenn wir beieinander hockern. Und in Kuba. Ja, oder man hört ja, oder in Kuba. Wir fliegen ja jetzt ja einmal nach Kuba. Also wir haben uns da sehr viele Anregungen. Ich würde sagen, dass das eigentlich die Hauptquelle ist, in dem, wenn wir nach Kuba rüberfliegen. Also ja, da hören wir neue Gruppen oder kommen wir mit unseren bekannten Gruppen wieder in Kontakt und die erzählen uns was oder wir hören einfach neue Stücke, ja, oder neue Interpretationen von Stücken, neue Übergänge sonst, und da versuchen wir dann das aufzunehmen. Oder zum Beispiel hat der Sepp einmal CD hergebracht, sagt er, hör mal das Lied, da ist doch eine Melodie drin und da sagen wir, das ist doch Bergvagabunden. Aber 1:1, herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wieder da. Original, also das gibt's ja nicht. Das haben wir gesagt, das gibt's ja, das ist doch Bergvagabunden. Wir haben nur einen Text dazu und fertig war schon das. Ja, also. Das ist herrliche Berge. Ja. Yo la negra linda que se paseando por la playa de Caraguay por el sitio en Buena Vista, usted la ve. Yo la negra linda que se pasaba por la tarea de Caraguay por el sitio en Buena Vista, usted la ve. En 1974 de San Rubén, herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir ja hier. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Ob Kuba oder Montfeuilleton, auf der Welt ist schön. Musikanten gibt's überall, auf der Welt ist schön. Karibik oder Bayernland, auf der Welt ist schön. Alle lassen sie gut umschauen, und mei sind die alle schön. Ich meine, wenn man so einen bayerischen Defiliermarsch nimmt und so ein bisschen verfremdet in Moll oder wie auch immer, dann könnte ja der Bayer unter Umständen so ein bisschen, naja, befremdet. Ja. Da haben wir schon unsere Erfahrungen gemacht damit, schon, selbstverständlich, ja, ja. Also da jetzt hauptsächlich haben diese Anfeindungen, denen wir ausgesetzt waren, eher aus der Volksmusikszene gekommen. Die haben irgendwie Angst gehabt, dass man da irgendwas kaputt macht oder die Show stiehlt oder was, der Teufel was. Aber mittlerweile hat sich alles ein bisschen, da haben sich die Wogen wieder geglättet, ist ein bisschen ruhiger geworden. Und da gibt es einige, die sagen, ja, eigentlich das ist, gefällt mir nicht oder ich finde es auch nicht so gut, was ihr, dass ihr das mischt und so weiter. Aber eins muss man eigentlich lassen, ihr macht es, man merkt, ihr macht es gut und das hat ein Ding. Und das ist eine Meinung, die kann man durchaus stehen lassen. Also es muss auch nicht jedem gefallen.